Yo, eins sage ich euch, ich war zweimal jetzt bis jetzt mit Game auf Tour und ich sage ihm, Hamburg ist der Shit. Yo, wenn er das glauben soll, müsst ihr um einiges lauter sein. Ist Hamburg der Shit? Ich sagte, ist Hamburg der Shit? Okay, let's go. Erstmal in Hamburg, überall wo man hingeht. Chucks. Yes, on the place to be, Big J in the building. Yes, ist jetzt Knife Shop. Da gibt sie ordentliche Promotion hier. Ja, weil in Deutschland machen sie Promotion, genau, für uns, nicht so in Österreich. Genau, in Promotion gemacht für Big J. Und heute wird der Laden abgerissen. Oh, Blaze hier. Big J. Philipp, Sazamone, Dash. Big K, Big J. Und die große Schlange. Wir sind jetzt hier in Hamburg City, davon kommt Joe Yeezy von Young Money, Black War, Young Money. Und wir sind hier noch immer auf Tour, auf der Lamborghini Tour. Und gehen jetzt mal rein und checken die Location aus, checken die Leute, wird sicher ein Abriss heute, Halligalli, Ende Gelände, eine Kuh fliegt übers Haus, Black Wall Street. Paul Blaze in Hamburg. Big J versteckt sich. Here we go. Sasa checkt die Kamera ab und Philipp hat Geburtstag. Yeah. Unser Taxifahrer. In the place to be. Heute Abend Konzert mit The Game. Schütteln wir einfach so aus der linken Hosentasche. In der rechten Hosentasche sitzt was? Die Walter P99. Die sitzt zwischen den Eiern. In der rechten Hosentasche sind zollfreie Waren. Genau. Der Welt, die nur Reality-Shows zeigen. MTV, in the place to be, Joe Young, in the place to be, The Game, heute hier in Hamburg City. Und wir machen jetzt einen Style-Check, stay tuned. Brooklyn's Finest. Carrie Jizzle. Stay Tizzle. You know the drizzle. Gut, aber du hast eine eigenständige Firma gegründet, die heißt Black Wall Street Europe. Sitz, Geschäftssitz, Gerichtsstand ist Linz. Brooklyn in Österreich. Also oh, Brooklyn. Ja, Brooklyn. Okay. Und von dort
wie sieht diese Firma physisch aus? Ja, also ein Einzelunternehmen mit mir als Geschäftsführer und mit einigen nicht Angestellten, aber quasi auf Werkvertragsbasis. Yeah!